Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Anna's Quest, unserem neuen Point-and-Click-Adventure, das wir hier spielen. Wir müssen versuchen, unsere Anna irgendwie aus diesem Zimmer rauszubekommen, wo die Hexe sie gefangen gehalten hat. Wir haben uns, glaube ich, letztes Mal schon alles angeguckt, was es anzugucken gab, und jetzt müssen wir versuchen, hier rauszukommen. Was ich noch nicht gemacht habe, war, ich habe noch nicht versucht, alles Mögliche mit der Telekinese anzustellen. Nee, Moment, erstmal was anderes. Ich wollte, glaube ich, das Einhorn versuchen mit der Maschine. Aha, this might be pointy enough to get under the cover and pry it off. Let's see. Genau. Ah, Mr. Unicorn's horn. It got all bent and broken. Guess I don't really need it anymore. Okay, let's see here. Buttons, buttons, buttons. None of them seem to have any indication about what they are or what they do. Fingers crossed, I guess. Ja. Oh. Oh. Anna, are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. But look, Ben. That bit there, that's the glowing bit. Those blue light bits seem to be glowing more now that it's disconnected, too. So, maybe if I try it now... Ah, Anna, that sounds good. About it glowing and everything, but I'm not so sure you should pick that up. It does seem rather... sparky, doesn't it? Maybe there's something I can use to pick it up safely, though. Ich weiß nicht, ob wir es damit aufheben können, aber ganz ehrlich, wir haben diesen halben Ball und ich muss unbedingt dieses Tutorial hier loswerden. Ganz ehrlich, mich stört das so ein bisschen. Ich dachte eigentlich, na gut. Elektrisches Gerät. Wir schauen es uns erstmal an. That's the bit that brought out my telekinesis. So maybe, if I can find a safe way to pick it up, this crazy plan might just work. Wie gesagt, wir haben hier diesen halben Ball. Ich weiß nicht, ob wir es damit aufheben können, aber ich glaube, wir können es auf jeden Fall irgendwann kombinieren. Ah, yes. This rubber should make it safe to pick up. I have to say, even after doing all that, even if I can pick it up, should I really be putting something like this on my head? Grandpa, I know he'd tell me not to ever do something as crazy as this. If it means getting back to him, though, I have to try. Here goes nothing, I suppose. Es wird schon schief gehen, hoffe ich. Okay. Drücken wir die Daumen. Oh. 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 My head. I feel like my brain just turned upside down. Anna? Are you all right? Did it work? Anna? Oh. What was that light just then? You see. What are you doing in there, child? I was just... What do I say? Anna, don't you turn your back on me. I don't know what you're up to in there, but remember this. I'm watching you. I can assure you, little girl, whatever you are up to, you will regret it. Okay, ich glaube, wir sollten definitiv versuchen, die Kamera außer Gefecht zu setzen. Ich glaube, unsere Telekinese könnte stärker geworden sein, aber das wollte ich ja eben sowieso schon ausprobieren. Die Telekinese mit... Ich probiere es jetzt mal zuerst mit der Kamera. That's it! If I can tamper with the speaker, maybe gently move the camera, then she might not be able to see or hear me escape. Alright, here goes nothing. Ich hoffe, es funktioniert. Oh! Oops. Uh-oh. That was a little more than I intended. Oh no! Oh no! Oh no! She's gonna be so mad at us, Anna! This time, Ben, you're very right about that. I think I see her now. She's coming, Anna! She's coming! It's too late to worry about her now. We have to get out of here, quick! Oh yes, Anna! Your power! Hurry! Wie? Wo? Linse. I think that came off the camera when it blew up. All things considered, it had a pretty good landing. No time for that. We've got to get out of here.
Okay, kann ich mit meiner Telekinese die Türe öffnen? Perfekt! Endlich ist die Tür offen und Anna kann entkommen. Du kannst den Raum verlassen, indem du auf die Ausgangspfeile klickst, um eine Szene sofort zu verlassen. Benutze einen Doppelklick. Nee, wir gehen erstmal in den Flur raus. Jetzt, wunderbar. Jetzt weißt du alles, um Anna heil durch ihr Abenteuer zu bringen. Viel Spaß beim Spielen. Alright, it's time to go, Ben. Do you need some help getting up? Oh no, no. No, I can do this. Wirklich? Bist du dir da sicher? Oh dear. Ja, komm. That's it, Ben. You've got it. Nach vorne. Oh boy. I did it. I really did. Okay. Okay, quick. We need to see if you can walk so we can get going. Oh yes. Let me see. Perfekt. Er kann laufen. Sehr gut. Well, there you go. You really did do it. All right, Grandpa. I'm coming. Wunderbar. Und jetzt müsste doch diese... Ja, jetzt ist die Tafel oben weg. Sehr gut. Sonst hätte ich gesagt, werde ich gleich einfach nochmal es versuchen, dass ich das Spiel neu starte und dann einfach bis zu der Stelle nochmal ohne Tutorial spiele. Ich will nicht ins Schlafzimmer. Hier sind funkensprühendes Kabel, ein Regal. War da noch irgendwas anderes? Nee. Da oben ist eine Ratte, die einen kleinen Schlüssel hält. Hier ist ein Hexenhut. Und da ist unsere Gabe und eine Spüle. Ich schätze einfach mal, nach unten zu gehen ist eine schlechte Idee. Ich gucke mich hier erstmal genauer um. Die funkensprühenden Kabel interessieren mich. Oh dear. I think it broke off after I blew up the speaker. Das könnte sein, ja. Oh, nicht anfassen. Time for that. We've got to get out of here. Ich wollte schon gerade sagen, nicht anfassen, da holst du dir bestimmt einen tödlichen Stromschlag dran. No time for that. We've got to get out of here. Okay, ich glaube, wir gehen doch mal nach unten. Ich müsste mich... Ah! Oh Gott. Oh. It's just a painting. What are you doing, Ben? I'm hiding. It's too scary down here. Ah! Oh, oh. What now? I can't look. I can't. Oh, oh. Da ist die Hexe und wir stehen genau da, wo sie uns sieht. Ich hatte gehofft, dass wir uns verstecken können. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich glaube, ich habe gerade... Genau, ich kann... Not now. Not now. Mit der Telekine... Okay, wir haben sie ausgesperrt. Oh, my nose. Oh dear. Curse you, Anna. Oh. Kapitel 2, der große Ausbruch. Na, wir haben immerhin Kapitel 1 überlebt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Huiuiui. Ben, I'm sorry. That didn't quite go the way I planned. That's okay, Anna. At least now the witch is locked out downstairs. Yeah, I suppose so. Although now she's blocking the exit. So, now what do we do? I don't know. Give up, maybe? No. We've come this far, Ben, and, well, we're bound to find another way out, right? Right. Well, if you say so. All right. I'm going to go see what I can find. You just sit tight. I'll be right back. Ich glaube, sitzen bleiben kann Ben ganz gut. Wir haben auch da ein Fenster. Warum kann ich nicht einfach das Fenster öffnen? Was hat das damit? That's the witch's house out there on the hill. Ja. She must have built this tower just for these exercises. Aber warum kann ich, oder kann ich irgendwie das Fenster öffnen? Ich glaube nicht mit den Sachen. Wir gehen erstmal nach draußen und schauen uns jetzt in aller Ruhe um. Denn dafür hatten wir ja eben nicht die Ruhe. I don't know. That seems kind of dangerous. Das Regal aber auch, das ist Gift. Gruel und dreckiges Geschirr. Yummy, yummy. Wait, I think I can see something down inside the sink's drain. I think it's... Ja? It's... Ew. It's just some old soggy hair. Must be the witches. Yuck. Gross. Ja, das ist echt ein bisschen eklig. Kennt, glaube ich, aber auch jeder, insbesondere wenn man längere Haare hat. Ist aber wirklich nicht lecker. No, the sink drain is too small to fit my hand in. Aber vermutlich muss ich das Haar rausbekommen, wie das klingt. Kann ich mit dem Löffel vielleicht? I'll just leave it as it is. Na gut, dann nicht. Kann ich mit meiner Kraft vielleicht? Well,
although that might get the hair out, it also might flood the building, which wouldn't be very helpful. Das stimmt. Wenn man sich anguckt, was sie mit der Moment, Kamera. Da haben wir doch die Linse hier drin, genau. Die könnte ich doch jetzt nehmen, oder? Perfekt. I'm not really familiar with this kind of stuff, but any light going in one end seems to come out more focused on the other. Perfekt. Könnte ich eigentlich auch... Moment, das müsste doch gehen, oder? Mit... Okay, let's try this now. Das geht doch bestimmt. Das können wir die Spielzeugkiste bestimmt öffnen. Nope, still locked. Jeez, it's stronger than it appears. Schade. Aber vielleicht hat die Ratte da oben. Da ist ja dieses kleine Mäuschen. Auch hier eine Ratte. Tatsächlich eine Ratte. Die hat einen Schlüssel. Vielleicht gehört der zu unserer Spielzeugtruhe. Poison? What's that doing there? More importantly, what's it doing there next to my dishes? I really have to get out of this place. Oh ja. Ich frage mich, ob die Hexe uns schon angefangen hat zu vergiften. Ob sie uns so nach und nach gefügig machen wollte. No thanks. I'll leave that there. Schade. Hey, kleine Ratte. Is that... It is. He's eating a key. Knowing my luck, I'm going to need that key. Ich glaube, da hast du recht, Anna. Können wir denn mit der Ratte reden? Er ist ein Sprechsymbol. Hi, Mr. Rat. Do you think you could drop me down that key of yours? I'm not sure I'm going to get very far doing this. Schade eigentlich. Dann schauen wir uns erstmal weiter um. Da ist ja noch der Hexenhut. Hat. Maybe a magic hat? I wonder if the witch uses it for any of her spells. Wir konnten ihn auf jeden Fall einsammeln. Kann ich ihn nicht einfach aufsetzen? Ich mag Hexenhüte total. Mit dem Regal war es sonst nichts. Die Kabel hier haben... Das ist das Kabel. Die Spüle da ist auch... Ich geh mal runter. Die Hexe müsste ja... Right, nee, machen wir nicht. Da ist ein Skelett. Ich will mich ein bisschen kurz umgucken. Ein Teppich. It's old, worn out, and rather dirty. Pretty much what you'd expect from a witch's carpet. Und da ist ein Kätzchen. Mit dem werden wir auch noch... Ein Abfluss, okay. This seems to be here for the person chained up. Why it's there, though, and what it's draining, I do not want to know. Whatever it is, though, it's left a lot of smelly mold on the inside of the drain. Ja, wir wollen wirklich lieber nicht wissen, warum der Abfluss da ist. Ob der für Körperflüssigkeiten oder mehr so zähflüssige Körperflüssigkeiten ist, die aus dem Körper austreten, wenn man sich, wenn man den Körper öffnet. Halt doch die Klappe, liebe Hexe. I guess I could use some mold or something. Gross. Okay, wir haben jetzt Schimmel eingesammelt. Ihhh, muffiger Schimmel. It has such a strong smell. It is not a nice one either. Okay, und wir haben jetzt... Right now. Okay, was haben wir denn hier? Da ist das Gemälde mit dem Tisch... Ah, rechte und linke Schublade. Right, ich will mit der Katze mal anfangen, ganz ehrlich. Ich weiß das Skelett, aber ich habe ein bisschen Angst, was wieder Unschönes heraufbeschwört. Katze. Oh. Aww. Your guy looks tired. Has the mean old witch not given you a bed, huh? Kann ich mit dir... Oh, open this door right now. Kann ich es streicheln? Hey, little kitty. Do you think I can have a look at that necklace of yours? Oh. I'll take that as a no then, huh? Schade, aber wir brauchen also das Halsband der Katze. Ist schon mal gut zu wissen, das Fenster auch. How eerie. Typical witch decoration, though. Es gibt Schlimmeres. Ich glaube... Ja, ich glaube, ich könnte mir... Eigentlich sieht das gar nicht so schlimm aus. Wenn man mal das Skelett außen vor lässt und ich mal das Bild... Da sieht sie jetzt auch nicht so gruselig drauf aus. Open this door right now. I can't reach that. Okay, wir gucken uns mal die Schubladen an. It looks pretty closed at the moment. Oh, interesting. A heart-shaped key. And a pretty orb thing. Ein herzförmiger Schlüssel. Jeez, this paperweight is heavier than it looks. Moment, ein herzförmiger Schlüssel und ein Briefbeschwerer. I'm sure I've seen this heart symbol somewhere else recently.
Moment. I'm sure I've seen this heart symbol somewhere else recently. Oh, das ist ihre Spielzeugtruhe, oder? Jeez, this paperweight is heavier than it looks. Okay, dann gucken wir mal, ob wir an die linke Schublade auch rankommen. It looks pretty closed at the moment. Curse you, Anna! Not very interesting. There's only a long line of string in here. Naja, besser Schnur als nichts, ne? That sure is a long piece of string. Okay. That's a picture of the witch. The one who kidnapped me. Hold on a second. I think I see something. Oh, a secret lock. Something really important must be behind here. Ein geheimes Schloss? Dann schauen wir mal, ob wir das Gemälde benutzen können. Denn normalerweise sind solche... Halt doch mal leise. Denn normalerweise sind solche geheimen Safes ja hinter den Gemälden. If I'm going to open this, I think I'll need to find the key. Ach so, okay. Dann haben wir ja, glaube ich, alles untersucht, außer dem Skelett. Oh my. Poor, poor fellow. The witch's evil knows no bounds. Sprechen wir es mal an. Once upon a time, that might have been an interesting conversation. These days, though, I think that conversation would be a little one-sided. Na gut, damit haben wir nichts mehr. Gehen wir mal nach oben und gucken, ob der... Anna. Was? Hello? Is someone there? Anna! Anna! Over here! Oh! Wait! I'm sorry. Please, just hold on a second. Ein Geist. Okay, look. Why don't you hold on a second? So far, I've been kidnapped, experimented on, talked to by a giant teddy bear, and now I'm being haunted? No. I mean, I didn't mean to scare you, you see. I couldn't help but hear what happened with you and Winfrieda earlier, and well, I think I can help you. Winfrieda. Help me? Yes, help you, you know, escape. But, well, if you don't want me around, then, you know. Wait, I'm sorry. Please come back. Wer ist das eigentlich? Frag doch mal nach dem Namen. You have to understand. I've never seen a ghost before. It's okay. It's been a while since I've seen a living person, too. The name's Joringel. Pleased to meet you, Anna. Open this door right now. Joringel. Oh, da gibt's bestimmt irgendwo eine Jorinde dazu. Kennt ihr das Märchen von Jorinde und Joringel? Ist nicht ganz so populär wie die typischen mit den Prinzessinnen, aber eigentlich auch ein ganz... Oh, nee, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das ein nettes oder nicht so nettes? Ja, erstmal, wer ist Winfriede, bitte? Who's Winfriede? Is that what the old witch's name is? Winnie. Well, that's what we all called her. Yes. Me and Winnie go a long way back. Well, back to our days in school, actually. School? Really? The Vogt School of Witchcraft. Winnie, myself, and my wife Yorinde. We all attended. When we were all still kids, of course. Okay, sag ich doch, Jorinde und Joringel. Also, du weißt, wie ich von hier entkommen kann. Warum bist du hier? Ihr seid auf dieselbe Schule gegangen, aber sie ist so alt. Und ich werde mich dann mal lieber weiter umsehen. Ja, sie ist alt, aber ich meine, er ist ein Geist. Das... Ist jetzt nicht verwunderlich, dass sie hier eventuell schon länger festsitzt. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Er weiß also, wie wir herauskommen. Ja, oder nein, erstmal, warum ist er eigentlich hier? Normalerweise hält man ja zu alten Schulfreunden keinen so engen Kontakt, dass man bei denen im Haus zufällig angekettet das Zeitliche segnet. How did you end up here? I came here looking for my wife, Yorinde. She went out to the market one day and never returned. When I went looking, a man on the path mentioned seeing someone. An old woman dragging a large sack here into these woods. Oh my. Joringel? That's horrible.
I searched the woods high and low, but found nothing. Eventually, I was attacked. I blacked out. When I came to, I was, well, here. Chained to this wall. I'm so sorry, Yuringil. Grandpa would warn me about bad people, but this, I never imagined. Well, your grandpa's right, Anna. It's a dangerous world. You shouldn't trust too many people out here. Curse you, Anna! Heißt das, ich sollte dir auch nicht trauen? Ich weiß ja nicht. Komm mit mir, Yuringil. Okay, jetzt fragen wir ihn mal nach dem Ausweg. So, you say you know how to escape? Oh, yes. It's quite simple, really. There's a secret passageway, you see, the entrance of which is in this very room. There's a button to open the passageway kept behind that painting there. Oh. Oh, wow. That's great. That is simple. Only Winfrieda keeps it locked. But it could be worse, right? I mean, at least the key is in the tower. Okay. That's good, right? Normally, yes. But, the rat took it. Okay. You couldn't have gotten too far with it. I'm sure you can find him. Ja, ich weiß sogar, wo die Ratte ist. Aber was mich gerade auch noch bewegt, so die Frage. Warum hat Winnie seine Frau entführt? Was haben die ihr getan? Denn ich meine, ohne guten Grund entführt man ja normalerweise nicht seine alten Schulkameraden. Ihr seid auf dieselbe Schule gegangen, aber sie ist so alt. You went to school together? But she's so old. You know, Winnie should only be a few years older than me. Was? Not twice my age like, like she seems to be. I don't understand. Could have happened to her. I really can't say. A spell gone wrong, maybe? Who knows? I left the school a long time ago. With Yurinde, you see. One day, Yurinde had it in her head that she wanted to leave. I don't know why. Also was gerade eben gefehlt hat, als, als Untertitel sozusagen, das war... Winnie sollte nur ein paar Jahre älter sein als Yurinde und Yuringil, aber sie scheint eben mehr doppelt so alt zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er einfach ein schlechtes Zeitgefühl? Denn während er tot ist, wird er ja nicht älter werden. Er wird dieses Aussehen behalten. Und für Winnie könnte die Zeit weitergelaufen sein. Oder aber ist tatsächlich, wie er denkt, ein Zauber schiefgegangen und deswegen ist sie so alt. Ich werde erstmal alleine weitergehen, ohne Yuringil. I better get back to looking around. Try and find this rat and get the key back. Alright, Anna. I'll be here if you need anything. Denn ich würde ehrlich gesagt erst gerne wissen, wofür wir ihn brauchen können, bevor ich frage, ob er mitkommt. Und jetzt möchte ich erstmal gucken, ob wir die Spielzeugtruhe ist dann... Ja, da ist ein Herz drauf, genau. Damit können wir jetzt bestimmt die Kiste öffnen. Oh, that's a bit disappointing. It's just an old recorder in here. Which doesn't seem to work. Oh well. Okay, Moment. Wir untersuchen den mal, einen kaputten Rekorder. It's usually meant to record what you say into it. Only, it seems like the microphone and the speaker in it are both broken. Das Mikrofon und der Speaker sind kaputt. Hier wäre ja ein Speaker. It looks like it's nearly broken off the wall. Kann ich? If I want to talk to the witch, I should just go downstairs. Achso, ja, jetzt habe ich übersehen, dass da das... Okay, wir könnten versuchen, ob wir das mit unserer... Moment, hören wir uns mal so. Let's see if I can loosen it up the rest of the way now. Dann hätten wir nämlich schon mal einen Lautsprecher wieder. Yes, hope that fall didn't do too much damage. Bestimmt nicht. Sehr gut, hier ist jetzt weiter nichts. Dann fehlt noch... Ach nee, Lautsprecher und Mikrofon, perfekt. Nice. Seems to be in working order now. Prima. Ich weiß zwar nicht, wofür wir den brauchen, aber er funktioniert. Okay. Daisy, Daisy, give me your answer do. That was fun. I think I best get back to escaping now.
Ja, vermutlich. Na gut, wir konzentrieren uns aufs Entkommen. Wir müssen an diese Ratte rankommen. Und ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Kann ich jetzt eigentlich die Maschine nochmal benutzen? Nur so aus Neugier? I think I've seen enough of that machine. I think I've done enough damage to it. Okay. Da ist immer noch diese eklige Suppe. Und ich weiß nicht, ob wir die mit irgendwas benutzen müssen. Ich gehe mal raus und versuche, ob wir an die Ratte irgendwie rankommen. Oder ob wir vielleicht... Moment, ich könnte... Nee. Ich werde mal runtergehen und fragen, ob vielleicht Joringel die Ratte ein bisschen erschrecken könnte. Joringel? Are you there? Hi again, Anna. Komm mal mit. Come with me, Joringel. Believe me, I'd love to. But, I can't. My soul, it's, trapped here. Trapped? Yes, by Winfrieda. Look, I'll show you. Oh. Oh, I see. That's okay. I'm probably just going to be stuck here for, well, eternity, I guess. Ach, der arme Kerl. Na gut, dann müssen wir ohne ihn weitermachen. I better get back to looking around. Try and find this rat and get the key back. All right, Anna. I'll be here if you need anything. Wir müssen dem Kätzchen seinen Kristall abnehmen, also das Halsband. Open this door right now. Kann ich ja mit der Hexe reden? Vielleicht erfahren wir ja von der Hexe irgendwas Nützliches. Ah, hello. You open this door right now. Nee. Well, I would like to. It's just... Just nothing. Open it now, child. Well... There were some things I wanted to ask you, and it's just that you seem a little angry at the moment, too. Oh, me? No. I'm not angry. I'm just, concerned. Yes, concerned. You've had quite a big day, what with all these exercises and escape plans. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, okay. Machen wir einen Deal. Ich bin mir nicht sicher, dass es eine gute Idee ist. I'm not so sure that's a good idea. I know you said you're not angry, but I'm pretty sure you are. Open this door right now. I swear, child, you will pay. Oh, how you will pay. Once I'm done with you, I'll pick you limb from limb and eat you for dinner. Nein, sie ist nicht böse. Eat me? Oh. Did I say eat? Yeah. Oh, I didn't mean eat. I. Now I'm definitely not opening the door. Just. Let's talk. Yes? That's what you want. Well, come on then. Sie ist furchtbar. Die Hexe ist furchtbar, aber zum Glück eine sehr, sehr schlechte Lügnerin. Warum willst du mich überhaupt hier gefangen halten? Warum hast du einen Mann hier angekettet? Das ist eine sehr gute Frage. Warum kettet sie Männer hier an? Wir haben dann auch erstmal genug geredet. Fragen wir erstmal Spaß nach Joringel. Why do you have a man chained up in here? What? What are you talking about? There's a man chained to the wall in this room. He's been here a while by the looks of it. Oh, him. Yes, him. They both had it coming. Up to no good, neither of them. You're one to talk. I'm growing tired of talking. Nein! Nein. Ich will noch wissen, warum du mich hier gefangen gehalten hast. Why do you need to keep me here? Why do you need me to do this telekinesis. Yeah. I mean... You already have your spells and magic. Pah, ignorant fool. Huh? Well, it's because... Oh, company. Yes, company. It gets lonely around here. Or something, rather. But... You hate my company. Well, it's none of your business. Since I'm trapped here, it... Kind of is.
Also die Hexe ist keine große Hilfe. Wir gehen dann erstmal wieder, ne? That's enough talking for now. Then open the door. Nein. Let me think about it. Ich glaube nicht, dass wir die Tür aufmachen werden. Okay, wir haben hier alle möglichen Sachen. Eine Schere. Ich frage mich gerade, ob diese verschiedenen Farben irgendwas zu bedeuten haben. Bestimmt, die haben garantiert irgendwas zu bedeuten. Vielleicht. Aber ich weiß nicht, was. Ah, hier ist weiter nicht. Ich drücke mal kurz eben die... Au. Au. Das haben wir bis... Ah, das habe ich übersehen gehabt, das Rohr. It looks like this is the pipe running down from the sink upstairs. There's a section of pipe here that looks pretty loose. Dann lösen wir es doch endgültig. There's a section of pipe here that looks pretty loose. I could probably take this off to try and get that hair out, but why would I want the witch's wet, soggy hair? Irgendeinen Grund wird es schon dafür geben. Mir kommt gerade eine Idee, könnte ich vielleicht nach oben gehen? Und mit dem Briefbeschwerer? No, that won't work. Schade. Könnte ich vielleicht... A hat. Maybe a magic hat? I wonder if the witch uses it for any of her spells. Oh, warte, vielleicht... Ich habe gerade überlegt... Cheese. Genau well, das. I'm not about to eat it, but someone else might. Genau, das sieht doch aus wie Käse jetzt. Here we are, Mr. Rat. Some, nice, tasty cheese. You ready? Bingo! Yay! I finally got it! Perfekt! Und wir gehen jetzt wieder runter, aber ich würde sagen... Curse you, Anna! Ja, nein. Ich würde sagen, nächstes Mal versuchen wir dann, ob wir mit dem Schlüssel jetzt tatsächlich schon das Gemälde öffnen können und damit einen Fluchtweg finden. Open this door right now. Ich bedanke mich bis dahin schon mal dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mich gerne wissen, ob euch das Spiel gefällt. Ansonsten macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Open this door right now. Lasst euch nicht von bösen Hexen entführen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.